Damit hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute ist Dienstag. Das Wetter ist nicht ganz so gut wie gestern, allerdings gar nicht so schlecht. Also im Moment scheint noch die Sonne, später ist es dann bewölkt, heute Abend fängt es an zu regnen. Das ist aber gar nicht so schlimm, dass heute nicht so komplett pralle Sonne ist, weil guck mal von gestern, ich habe einfach beide Arme so komplett Sonnenbrand. Mein Nacken ist glaube ich auch ziemlich rot, mein Gesicht so ein bisschen und meine Beine noch. Also so gefühlt 90% meines Körpers ist Sonnenbrand. Und ja, im Moment ist es aber noch relativ früh, so ungefähr 12:30, das geht ja noch relativ. Ich gehe von mich erstmal raus, solange die Sonne noch scheint, keine Ahnung, fotografiere irgendwas, filme irgendwas, fahr Fahrrad, was auch immer. Und wenn es heute Abend anfängt zu regnen, muss ich aber von meiner Speicherkarte ein paar Dateien sortieren, weil da sind, glaube ich, alle Videodateien von den letzten 3 Vlogs drauf. Und die ziehe ich einfach mal auf den Laptop rüber, damit es nicht durcheinander kommt und damit die Speicherkarte nicht voll wird. Aber erstmal gehe ich, wie gesagt, raus und ja, bis gleich. Es ist mittlerweile schon 17 Uhr, ich habe eigentlich fast gar nichts gemacht. Ich war im Garten, habe halt so ein bisschen gefilmt, das habt ihr ja gesehen. Und ja, sonst habe ich eigentlich, ja, ich habe noch ein paar Fotos aussortiert. Ich war nämlich vor 2 Wochen oder so, habe ich mal mit dem Peel-Objektiv von meinem Vater beim Tennis ein bisschen fotografiert. Und durch diese Serienbilder und so kommen da ja immer relativ viele Bilder zustande. Ich glaube, das waren fast 600 Fotos oder so. Die habe ich jetzt ein bisschen aussortiert. Das sind in Anführungszeichen nur noch, in Anführungsstrichen, jetzt glaube ich 250 oder so. Da muss ich nachher mal weitermachen. Und ja, und ich gehe jetzt noch mit dem Hund mit und nehme da, denke ich mal, auch mein Stativ mit. Denn da gibt es so einen Mini-Wasserfall, der kommt wie aus so einem großen Loch, aus so einem Fels raus. Keine Ahnung, ich kann das nicht so gut beschreiben, ihr werdet es ja gleich sehen. Das sieht jedenfalls ganz cool aus. Und ich gucke mal, ob ich da einigermaßen eine Langzeitbelichtung hinkriege. Und ja, ich habe zwar keinen ND-Filter oder so, aber mit Blende 22 sollte das einigermaßen gehen, weil das ist in so einem Tal, das ist eigentlich immer relativ schattig. Und ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. So Leute, wir sind jetzt zurück und sorry, dass jetzt ja relativ wenig Aufnahmen waren. Ich habe halt vor allem fotografiert und eigentlich bräuchte ich halt so einen B-Roll-Kameramann oder so, so wie Dana das mit Philipp hat oder so. Aber halt einfach irgendein Typ, der mich halt filmt, wenn ich irgendwie gerade was anderes machen kann oder nicht filmen kann. Aber es geht halt nicht. Und deshalb allgemein sorry, dass der... Das übrigens beim Fahrradfahren wäre das auch ganz praktisch, wenn man dann irgendwie, wenn ich da den Berg runterfahre und dann steht da jemand, der so filmt, wie ich da so vorbeifahre, statt dass einfach nur dauerhaft so GoPro-Aufnahmen am Lenker sind. Aber gut. Ja. Und allgemein sorry, dass der Vlog jetzt relativ kurz war. Es ist irgendwie, ich bin so... Für mich sind es gerade einfach übel so Ferien. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass in dem Vlog hier irgendwie irgendwas vorkommt oder dass es eine bestimmte Länge hat. Sondern ich mache einfach gerade Ferien und filme halt ein bisschen dabei. Und ja, wir essen jetzt gleich noch Abendbrot, aber ich würde sagen, das war's mit dem Vlog. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, obwohl es relativ kurz war, könnt ihr gerne hier drauf drücken, meinen Kanal abonnieren oder hier irgendwie ein anderes Video von mir angucken. Wir sehen uns dann hoffentlich im morgigen Vlog wieder und ciao.